Herzlich willkommen auf meiner Homepage. An dieser Stelle möchte ich Ihnen in regelmäßigen Abständen Antworten auf die mich erreichenden Fragen geben. Ich will Ihnen einen Einblick in meine politischen Aufgaben geben und mich dazu äußern, wie hier weiter vorgegangen werden muss. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über das Problem des politischen Extremismus, aber auch des religiös motivierten Extremismus in Deutschland gesprochen. Leider bleibt dies ein Problem. Fragen nach dem NPD-Verbot, Fragen über die Richtigkeit der Extremismusklausel, aber auch über die Form und die Art, wie wir politischen Extremismus bekämpfen wollen, haben mich immer wieder erreicht. Das NPD-Verbot ist meines Erachtens keine Lösung des Problems. Die NPD ist eine widerliche rechtsextreme Partei. Sie muss bekämpft werden, aber ein Verbot ist nicht das richtige Mittel. Wir können politische Ideen nicht verbieten, sondern wir müssen uns aktiv als Bürger mit ihnen auseinandersetzen. Die Zivilgesellschaft muss deswegen gestärkt werden. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass wir von Organisationen, die den politischen Extremismus mit Steuergeldern bekämpfen, fordern, dass sie selbst keine Extremisten sind, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Aber wir dürfen diese Organisationen aus vielen ehrenamtlichen Bürgern auch bürokratisch nicht überfordern und von ihnen Bekenntnisse und Garantien verlangen, die sie selbst nur sehr, sehr schwer einlösen können. Auch hier also eine ruhige, sachliche Debatte anstatt einen Starkabtausch von links und rechts. Politischen Extremismus bekämpft man nicht dadurch, dass man Programme auflegt. Das ist richtig und wichtig. Zentral ist aber die Stärkung der Mitte der Gesellschaft. Selbstbewusste, gebildete, gut ausgebildete Bürger aus der Mitte der Gesellschaft sind immun gegen Rattenfänger von links, von rechts und auch gegenüber einem religiösen Fundamentalismus. Das muss unser Ziel sein, ein ganzheitlicher, präventiver Ansatz, eine starke, selbstbewusste Zivilgesellschaft, eine starke Mitte in Deutschland. Wenn Sie Fragen zu diesen und anderen Themen haben, wenden Sie sich an mich, postalisch, per Mail oder auch durch einen Anruf. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank.